Jede Woche zwei Kandidaten und alle wollen die Reise nach Jerusalem. Darum geht's beim Bibelquiz hier auf Hope TV. Super, dass Sie dabei sind. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei der Premiere von Das Bibelquiz, der neuen Quizshow hier auf Hope TV. Ab sofort jede Woche Samstagabend 20.15 Uhr. In 6 Sendungen spielen immer 2 Kandidaten um den Einzug ins Finale. Das Finale gibt es in der 7. Sendung und da geht es dann buchstäblich um eine Reise nach Jerusalem, nach Israel, ins Land der Bibel. Und heute versuchen dies Jenny Moser aus Weng im Innkreis aus Österreich. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und Johannes Weigmann aus der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz. Herzlich willkommen. Jenny, sag mal, du bist ja Unternehmerin im Bereich Gesundheitsvorsorge. Du wohnst in Österreich, bist verheiratet, in Viertel wohnst du, bist Mama von 2 Kindern und Sohn, Tochter? Tochter und Sohn, ja. Tochter und Sohn. Und deine Hobbys sind Lesen und Häkeln. Ja. Lesen, das ist ja so, das kennt man, aber ist weit verbreitet. Aber Häkeln kommt jetzt nicht so häufig vor. Wie kommt's? Ich lese sehr gerne und ich habe in Büchern gelesen, wie Omas auf dem Spielplatz sitzen und häkeln und dabei den Kindern lustige Geschichten erzählen. Und dann habe ich gedacht, so mit 14, naja, wenn ich mit als Oma anfange zu häkeln, dann werde ich nicht dabei sitzen und Geschichten erzählen können, weil ich konzentriere mich aufs Häkeln. Also muss ich bis dahin häkeln können, um dabei Geschichten erzählen zu können. Also habe ich mit 14 beschlossen zu häkeln, damit dann ich als Oma auf dem Spielplatz sitzen kann und den Kindern Geschichten erzählen kann, während meine Hände sich beschäftigen. Das heißt, du hast vorgesorgt fürs Alter, für dann, wenn es soweit ist. Genau. Du bist voll fix, bist super vorbereitet, kannst häkeln, wenn es drauf ankommt. Exakt, ja. Mega, okay. Das heißt, was machst du da? So Topflappen, irgendwelche Tischdecken? Momentan häkle ich gerade ein Cape für mich und ein meine Cape. Mama und meine Tochter. So ein Catwoman-Cape? Oder? Nicht ganz, nein. Ist wirklich also zum Wärmen. Da können nur die Arme rauskommen. Es hat eine Kapuze, ein zum Cape. Zum gemütlich also Bibelquiz gucken Samstagabend. Na, das wäre dann zu warm. So am Sofa. Es ist, wenn man zum rausgeht zum Rausgehen. Und zieht man das drüber. Ja, dann wünsche ich dir viel Kreativität. Nicht Dankeschön. Nur beim Häkeln, sondern auch heute Abend auch beim Bibelquiz. Johannes, du kommst aus Mainz zu uns, bist 36 Jahre verheiratet und hast 2 erwachsene Kinder und eine Schwiegertochter. Du machst sehr viel Sport. Laufen, Marathons hast ein paar, also Halbmarathons zumindest gemacht, Radfahren. Bist sehr aktiv in verschiedenen Ehrenämtern. Hilfst Leuten, auch Bedürftigen, aber auch verschiedenen geflüchteten Menschen. Woher nimmst du diese ganze Energie? Ich bin Gott dankbar, dass ich in Deutschland in einer Demokratie lebe mit Freiheit. Und ich denke, wir haben hier doch viel zu danken. Und ich bin und sehe auch in unserem Land die Not. Wenn ich sehe, wie viele Personen zur Tafel nach Mainz kommen, um sich mit Lebensmitteln einzudecken, dann bedrückt mich das schon sehr. Und ich bin froh und dankbar, dass ich in meinem Rentenalter die Kraft habe, eben solche Dinge zu tun, eben für die Tafel zu fahren, Flüchtlingen zu helfen. Ich gebe einem Afghanen Nachhilfe in Mathematik, betreue Personen. Und das habe ich sehr gut mit meiner Frau abgestimmt, dass wir ein gutes Familienleben haben, aber eben auch diese Dinge nicht zu kurz kommen. Da wünsche ich dir heute Abend auch sehr viel Energie beim Quizzen, dass du die gut abrufen kannst, auch heute Abend. Ja, und eine Frage noch. Was ist dir lieber, Altes oder Neues Testament? Wo sollen wir die Fragen stellen? Da kannst du den nicht aussuchen, aber... Kann ich. Also beides. Ist beides okay. Ist beides okay? Okay, ja, okay. Beides. Und bei dir, Jenny? Auch beides okay. Beides okay. Altes, Neues. Du bist firm. Du bist vorbereitet. Ihr seid beide vorbereitet. Ja, ihr werdet jetzt gleich quizzen, Punkte sammeln. Ich wünsche euch alles Gute beim Punkte sammeln, denn darum geht's heute und in den nächsten Wochen. Nach 6 Quiz-Sendungen schauen wir, welche beiden Kandidaten am meisten Punkte gesammelt haben. Und diese beiden ziehen dann ins große Finale ein. So, dann legen wir los mit unserer ersten Spielrunde. Musik
Unsere Kandidaten erwarten heute 4 Spiele. Die erste Runde ist erstmal zum Warmwerden und zum Reinkommen. Jedem Kandidaten stelle ich 5 Fragen. Pro richtige Antwort gibt es 10 Punkte. Jenny, die erste Frage geht an dich. Bei welchem dieser Namen handelt es sich nicht um ein Buch der Bibel? A. Haggai, B. Obadja oder C. Hiskia? Also Haggai und Obadja sind ja kleine Propheten. Und Hiskia C. war ein König von Juda, der krank war und bei dem Jesaja ihm dann gesagt hat, schau auf die Uhr und wenn sie sich zurückdreht, dann wirst du genau um diese Zeit. Und das ist kein Bibelbuch? Nein, das ist kein Bibelbuch. Gut, dann hast du eingeloggt? Ja. Dann würde ich auflösen und sage, C ist richtig. Jawohl. Dann die zweite Frage geht an dich, Johannes. Wer brachte seinen Bruder um? A. Kain, B. Mose oder C. Abel? Ja, eine sehr interessante Frage. Wir wissen aus der Bibel, dass Abel von seinem Bruder Kain erschlagen wurde und Mose das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Also die richtige Antwort ist Kain. Du sagst A. Kain, hast du eingeloggt und wir lösen auf. A ist richtig. Jawohl. Wir machen gleich weiter. Ist auch gut alles erklärt schon. Damit zu dir, deine zweite Frage. Wie hieß die Tochter von Jakob und Lea? A. Tamar, B. Dina oder C. Rahab? A. Tamar war die Schwiegertochter von Juda, die ihm Zwillinge dann geboren hat. Und Rahab war die Hure, die in Jericho die Kundschafter das Seil runtergehängt hat. Und deswegen ist es Bedina. Du sagst Bedina. Das war so fast ein bisschen Ausschlussverfahren, oder? Nein, ich wusste es sofort. Bedina, wir lösen auf. Ja, richtig. Danke. Johannes, deine zweite Frage. Wie hieß die Mutter von Samuel? A. Miriam, B. Hannah oder C. Esther? Also in dem Falle kann ich nur sagen, es war Hannah, die Antwort B. Esther war eine Königin da im Persischen Reich. Miriam, die Schwester, glaube ich, von Mose. Du sagst B, ist eingeloggt und Hannah ist richtig. Ja, gut. Ja, geht doch gut los, muss ich sagen. Dann, Jenny, deine nächste Frage. Wie hieß der Prophet, der David auf die Sünde seines Ehebruchs ansprach? A. Nathan, B. Jesaja oder C. Micha? Das war A. Nathan. Okay. Jesaja und Micha haben später gelebt. Kommt aus der Pistole geschossen. Wir schauen, ob es richtig ist. Wir lösen auf. Und ja, ist richtig. Super. Punkte für dich. Johannes, deine nächste Frage, Frage 3. In welcher Gestalt erschien der Heilige Geist bei Jesu Taufe? A. Als Feuerzunge, B. wie eine Taube oder C. als Wolkensäule? Ja, das war wie eine Taube. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also Antwort B. Feuerzunge wüsste ich jetzt nicht, wie ich das zuordnen konnte. Und die Wolkensäule war im Alten Testament, die dem Volk Israel vorangezogen ist. Also Antwort B. Taube. Schöner hätte ich es nicht erklären können. Ist richtig, B. Ist richtig. Wir lösen auf. Genau. Ja, dann weiter geht's. Jenny, wie hieß jener Freund Jesu, den er vom Tod auferweckte? A. Bartimäus, B. Johannes oder C. Lazarus? Das war C. Lazarus. Johannes war einer seiner Jünger und Bartimäus war der Blinde, den er sehend gemacht hat. Auch wieder sofort gewusst. C. Lazarus. Ja, richtig. Brauchen wir gar nicht lang rummachen. Das bestätigen wir gleich. Johannes, deine vorletzte Frage in dieser Runde. Wer wurde für seinen Glauben zu Tode gesteinigt? A. Stephanus, B. Jakobus oder C. Paulus? Ja, das wissen wir aus der Apostelgeschichte. Der Stephanus, der erste Märtyrer, der zu Tode gesteinigt worden ist. Und Jakobus, ein Jünger Jesu, und Paulus, der uns viele Briefe geschrieben hat.
Wir schauen nach, ob es richtig ist. Du hast A eingeloggt und ja, richtig. Jenny, deine letzte Frage in dieser Runde. So schnell kann es gehen, ne? Welcher Vater hatte Zwillinge? A. Esau, B. Isaak oder C. Jakob? Das war B. Isaak, denn Esau und Jakob sind die Zwillinge, die er hatte. Okay. Dann lösen wir auf. B ist richtig. Jawohl. Isaak und seine Frau Rebekka bekamen Zwillinge, Jakob und Esau. 1. Mose 25, kann man es nachlesen. Deine Frage? Nächste Frage, Johannes. Welcher Zöllner bekehrte sich, nachdem Jesus ihm einen Besuch abstattete? A. Zacharias, B. Zachäus oder C. Philippus? Ja, hier wissen wir auch, Zachäus wurde ein Besuch abgestattet, der Zöllner, der sich bekehrte. Wir wissen auch von Matthäus, ein Jünger Jesu, der ein Zöllner gewesen ist. Zacharias, der Vater von Johannes, dem Täufer, und Philippus, der in der Apostelgeschichte eine Rolle spielt. Und wir lösen auf. Ja, das war's. Zachäus. Ganz richtig. Ja, damit schauen wir jetzt einen Blick auf den Punktestand und schauen, was diese Runde gebracht hat. Und zwar Johannes mit 50 Punkten steigt aus und Jenny genauso 50. Ihr habt alles gewusst. Super Start, würde ich sagen. Es ist noch alles drin und damit kommen wir jetzt zu unserer zweiten Spielrunde. Unser Spiel 2 ist die Buzzer-Runde. Jetzt geht's um Wissen und Schnelligkeit. Ich stelle meinen Kandidaten 10 Fragen. Ihr haut auf den Buzzer, wenn ihr denkt, ihr wisst die Antwort. Dafür kriegt ihr, wenn es richtig war, 20 Punkte. Und wenn es falsch war, gibt es noch 10, möglicherweise für den, der es dann richtig beantwortet. Soweit alles klar? Ja. Gut, dann wird jetzt gebuzzert. Wie heißen die beiden großen Teile der Bibel? Das Alte Testament und das Neue Testament. Korrekt. Wer bekam den Auftrag, eine Arche zu bauen? Das war Noah. Das war Noah. So ist es. Wen heiratete Ruth? Das war Boas. Richtig, Boas. Wie hieß der Nachfolger von Mose? Das war der Josua. Das war Josua. Richtig. Wie hieß die erste Frau von Abraham? Jenny? Das war Sarah. Ja, Sarah. Welcher Nationalität gehörte eine besonders vorbildliche, barmherzige Person an, über die Jesus ein Gleichnis erzählte? Das war der Samariter. Samariter. Ja, gehört zum Samariter. Welcher babylonische König ließ ein Standbild errichten, vor dem sich alle beugen mussten? Das war der König Nebukadnezar. Nebukadnezar ist richtig. Wie kam Stephanus zu Tode? Durch Steinigung. Das ist wahr. Durch Steinigung. Welche biblische Persönlichkeit des Alten Testaments ist für ihr ungewöhnlich großes Leiden bekannt? Das war der Hiob. Hiob, ja, richtig. Und wie heißt das letzte Buch der Bibel? Oh, Jenny. Das war die Offenbarung. Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel. Und damit sind wir schon durch mit der schnellen Buzzer-Runde. Wir schauen eine Runde auf den Punktestand. Johannes steht bei 130 Punkten und Jenny führt mit 170. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Jenny, du hast ja Versicherungs- und Finanzkauffrau gelernt, bist aber jetzt mit deiner Firma oder deinem Unternehmen in der Gesundheitsvorsorge tätig. Ja. Das ist ja jetzt ein spannender Wechsel. Wie kommt's? Kauffrau für Versicherungen und Finanzen habe ich eigentlich nur gelernt, weil ich damals dringend Geld gebraucht habe. Und ich mit den Versicherungen, also ich habe es nicht verstanden, was da in den Dings drinsteht, in den Verträgen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich will wissen, was das heißt, also werde ich Kauffrau für Versicherungen und Finanzen. Da gibt es ja auch so viele kleingedruckte Sachen, ne? Ja, also selbst genau. Man schließt was ab und man weiß nicht, was habe ich da jetzt eigentlich unterschrieben, ne? Eine Waschmaschine hast du meistens gekauft. Meistens hat man eine Waschmaschine gekauft. Ja, okay, ja, und dann? Gesundheitsvorsorge. Genau, Gesundheit hat mich eigentlich immer schon interessiert. Also vor allem in der Schule, in Biologie, habe ich es einfach geliebt, wenn wir über Pflanzen etwas gelernt haben.
Und nachdem ich jetzt 2 Kinder habe, habe ich gedacht, es wäre doch praktisch, wenn ich, vor allem gerade in der Corona-Zeit war das echt kritisch, wenn man mal zum Arzt gehen musste oder so, habe ich gedacht, nee, ich will darauf verzichten können. Ich möchte gerne selber mich um meine Kinder kümmern und so bin ich in der Gesundheitsvorsorge gelandet. Und was vermittelst du da oder verkaufst du da was? Oder? Ja, wir verkaufen tatsächlich was. Momentan gibt es einen Download-Bereich. Also unsere Firma heißt natürlich Wertvoll. Ich mache das mit meiner Mama zusammen. Und Mama? Genau. Familienunternehmen. Ja, die Mama ist die Gesundheitsberaterin. Ich bin eigentlich so mehr im Hintergrund tätig. Ich mache das Social Media, ich mache die Webseite etc. Und im Endeffekt möchten wir Mamas helfen, dass sie aus dem Teufelskreis oder aus diesem Kreislauf des Krankseins einfach rauskommen. Meistens ist es ja einfach so, dass man als Mama, das eine Kind ist krank, das ist gesund, dann wird der nächste krank und so weiter. Und irgendwann ist man dann selber krank, weil man so erschöpft ist vom ganzen Pflegen. Und wir möchten helfen, dass man dem einfach entgegenspricht. Und zwar mit den 8 Ärzten, also den 8 Prinzipien. Ah. 8 genau. Prinzipien? Ja, Wertvoll ist eigentlich das Akronym für diese 8 Prinzipien. Und zwar Wasser, Ernährung, Ruhe, Turnen, also Bewegung, Vertrauen in Gott, ohne Drogen bzw. Mäßigkeit, aber ohne Drogen passt besser rein, und Licht und Luft. Genau. Ah, okay. Ja, das leuchtet ein. Ne? Bisschen Licht und Luft können wir alle gebrauchen. Oh ja. Ja. Du hast eine Lieblingsperson in der Bibel. Ja. Welche ist denn das? Das ist Esther, beziehungsweise inzwischen sind es schon sehr viele mehr. Aber Esther ist jemand, den ich schon immer gern gemocht habe als Kind. Ich habe tatsächlich auch bei meiner Matura, beziehungsweise dem Abitur in Religion eine Prüfung über Esther abgelegt damals. Ja, und ich mag sie sehr gern, weil sie einfach eigentlich niemand war, der etwas Großes dann bewirken konnte. Das hat mir sehr gefallen. Wünsche ich dir auch Mut und Geistesgegenwärtigkeit wie Esther. Wenn man die Geschichte liest, dann weiß man, was das für eine Frau war. Die hatte ganz schön Mut und Stärke. Ne? Ja, Johannes, sag mal, wir haben vorhin festgestellt, dass du sehr sportlich bist und sozial aktiv. Diese Energie zieht sich auch schon durch dein ganzes Leben. Ich werde mal kurz ein bisschen was vorlesen. Und zwar in den 70ern bist du mit den Freunden im Auto durch die Türkei, den Iran, Afghanistan, Pakistan gefahren. In den 80ern dann durch die Sahara bis runter nach Kapstadt. Und auf diesen Reisen hast du Gottes Führung immer wieder erlebt. Gibt es da eine konkrete Anekdote, die du mit uns teilen möchtest? Ja, das würde jetzt sicherlich zu weit führen. Also ich denke, wirklich Gottes Führung an der Stelle zu erleben, einen Unfall in Tansania, sag ich mal, zu überleben, das Auto, was sich auf das Dach gelegt hat, das dennoch trotz Unfall fahrbereit war, dass wir weiterfahren konnten. Es war keiner verletzt. Also da merkten wir schon sehr stark Gottes Führung. Die zweite Sache, in Nigeria haben wir schlechten Diesel getankt, der uns in Kamerun dann um die Ohren geflogen ist und wir eine adventistische Missionsstation kamen, wo ein Mechaniker da war, der die ganze Sache durchgepustet hat, sodass die Dieselfilter wieder in Ordnung waren und wir dann unsere Reise fortsetzen konnten. Und so ließe sich noch viel, viel, viel mehr an der Stelle sagen, das zu erleben, aber auch unterwegs immer wieder andere christliche Gemeinden zu besuchen, dort Gast zu sein, auch das zu erleben und Gottesdienste zu erleben, die wir uns in Deutschland hier manchmal gar nicht vorstellen können. Also es klingt nach, dass man da viel Lebenserfahrung sammelt, wenn man solche Abenteuer unternimmt und das einen sehr nachhaltig auch prägt im Leben. Ne? Auf jeden Fall, ja. In der Bibel beeindrucken dich ja auch Dinge, nicht nur im echten Leben, und zwar Propheten des Alten Testaments. Ja, das? Also gerade die. Also für mich ist der Elia eine Person, die für mich einfach einzigartig ist, der mehr oder weniger alleine für sich kämpfte, mit Gott sehr eng verbunden war, der das tolle Erlebnis am Berg Karmel erlebte, das Feuer, das eben nicht nur den Altar, sondern auch das Wasser gefressen hat und anschließend der Elia in eine tiefe Depression gefallen ist und Gott ihn da rausholte. Das ist für mich einfach Wahnsinn. In einer heidnischen Umwelt, das ist ja, sag ich mal, so 1000 vor Christus gewesen, in einer heidnischen Umwelt eben diese Dinge, sag ich mal, so zu erleben, das muss Wahnsinn gewesen sein, ja. Ja. Da beeindruckt mich der Elia, ja. Wahnsinn. Ja, das ist wirklich spannend. Du hast das ja toll zusammengefasst, aber man kann es auch noch nachlesen. Kann ich sehr empfehlen. Wenn ihr beide an Israel denkt,
Was fällt euch da ein? Worauf freut ihr euch? Vielleicht fangen wir mit dir an. Ja, Israel, für mich erstaunlich zu sehen und zu erleben, wie Israel sich in den letzten, sag ich mal, 80, 90 Jahren in der arabischen Welt, sag ich mal, durchgesetzt hat. Sechstagekrieg, für mich noch, sag ich mal, präsent, 1967, Yom Kippur-Krieg, sich immer wieder durchgesetzt. Und ich selbst bin nun auch schon in Israel gewesen, herrliche Oasen, Fruchtstände in Israel zu erleben, herrliche Märkte und in den arabischen Ländern drumherum Trockenheit und eben, sag ich mal, dass die da nicht so richtig in die Gänge kommen. Das ist dieser krasse Unterschied. Das kleine Israel und außenrum das Arabien rumherum, das ist einfach beeindruckend, ja. Also du warst schon mal da, ja. Das war so beeindruckend, herrliche Oasen, dass du unbedingt wieder hin willst. Ja, gerne. Jenny, wenn du dran denkst an Israel, worauf freust du dich? Also ich finde Jerusalem sehr spannend, auch die ganzen Katakomben, alles, was eigentlich unterirdisch ist. Ich habe ein paar Bücher gelesen, also historische Romane. Ich war tatsächlich noch nicht in Israel, aber ich finde das auch so spannend, was eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg da alles passiert ist und auch während des Zweiten Weltkriegs dort passiert ist. Und das alles live zu sehen, aber auch zu sehen, Bethlehem, ja, eine kleine Stadt, einfach wo nicht nur, wo Jesus überall gelaufen ist, sondern auch, wo die ganzen alttestamentlichen Geschichten passiert sind. Ich finde das einfach so interessant und vor allem spannend, dass bevor die Israeliten wieder zurückgekehrt sind, jetzt vor kurzem, also kurzem ist jetzt auch schon länger her, ne? Aber dass es eben zu einer Oase wieder geworden ist, ja, das war vorher alles futsch, das war ja nichts, das war ja genauso wie die arabischen Länder rundherum und wie sie eigentlich diese Gartentricks und Tipps, die sie da angewandt haben, da würde ich mir gern was abschauen. Auch für deinen eigenen Garten? Ja. Da wünsche ich euch, dass es klappt mit dem Finale, dass ihr die Reise gewinnt und diese Geschichten, diese biblischen Geschichten auch hautnah dort vor Ort miterleben könnt. So, aber erst quizzen wir noch ein bisschen. Wir haben jetzt ja noch zwei Spiele vor uns. Ihr seid bereit? Jawohl. Weiter geht's. Wir spielen das Assoziationsspiel. In diesem Spiel werden Begriffe mit Hilfe von Assoziationen erraten. Unsere Kandidaten decken abwechselnd Hinweise auf und versuchen so die Felder A bis E zu erraten. Das Feld E in der Mitte ist das gesuchte Lösungswort. Das gibt am meisten Punkte. Wir machen zwei Durchgänge. Pro Durchgang habt ihr gemeinsam 2,5 Minuten Zeit. Jenny, du beginnst die erste Runde. Gesucht ist eine Stadt in der Bibel. Ich decke A3 auf. A3. Richterstuhl. Weiter. Dann mache ich A1. A1. Nachfolger. Weiter. Ich nehme C2. C2. Engel. Weiter. Ich nehme A4. A4. Kaiser. Weiter. C4. C4. Petrus. Weiter. Dann nehme ich A2. A2 noch. Jerusalem. Weiter. C3. C3. Haus Simeons. Weiter. Dann nehme ich C1. C1. Die Italische. Weiter. D2. Dora 2. Drusilla. Weiter. Dann mache ich da weiter. D4. Dora 4. Zu gelegener Zeit. Weiter. B3. B3. Bertha oder? Ich sagte Bertha, aber es passt schon. D3 tut's auch. D3 tut's auch. Gericht? Weiter. Dann nehme ich D1. Dora 1. Paulus? Ich sag mal D. D ist Richter. Du möchtest D lösen? D lösen. D wie Dora, ja? D wie Dora, ja. D wie Dora. Richter? Ist falsch. Weiter. Okay. B2.
Also Bertha? B, Bertha 2, ja. Verhör? Weiter. B1? B1. Berenike? Weiter. B4. B4? Glaubst du? Okay, ich versuch's mal mit C. Du möchtest C lösen? Ja. Ja. Ist das Caesarea? Ist falsch. Okay. Da nehme ich die letzte offene Möglichkeit, B3. B3, Bertha 3, Erscheinung. So, die Zeit ist um. Und wir lösen auf, was gewesen wäre. Festus, dann bei B wäre es Agrippa gewesen, bei C Cornelius, D Felix und E in der Tat Caesarea. Aber eben E und nicht, was du vorhin geraten hattest. Genau. Deswegen, ich gebe mal kurz ein bisschen Hintergrund, wie die zusammengehören. Festus war ja Statthalter römischer und Nachfolger von Felix. Die haben ihre Statthaltertätigkeit in Caesarea gemacht. Der Cornelius war ein römischer Hauptmann der Kohorte Italische, darum steht das da, wohnte in Caesarea. Und Agrippa ist der König Herodes, Agrippa das Erste. Und der ist auf Besuch bei Festus in Caesarea, mal in der Apostelgeschichte. Alles findet dort statt. Ja, ja, das jetzt, wo man es komplett sieht, ne, da macht das Ganze wieder mal Sinn. Macht es Sinn. Und jetzt kommen wir gleich zum zweiten Durchgang. Und jetzt beginnst du, Johannes. Wir suchen eine biblische Institution. Ich fange mit A1 an. A1? Füße waschen. Weiter. D1. D1, Dora. Mhm. Vorführen. Ich mache mit A... Mach schon weiter. Ich mache mit A2 weiter. A2. Esel. Ich würde mal sagen A, Abendmahl. A, Abendmahl. Ist falsch. Weiter. D3. D3. Dora 3, Palast. Weiter. A3. A3. Passa. Weiter. D4. Dora 4. Beratschlagen, um zu töten. Okay, weiter. A4. A4. Tempel. Weiter. Okay, D2. Dora 2. Dora 2. Ein Mensch für das Volk. Weiter. Johannes? Dann mache ich mit B1 weiter. Bertha 1, B1. Tarsus, Tarsus. Weiter. Weiter. B3. B3. Bertha. Jerusalem. Johannes? B2. B2. Steinigung. Weiter. B4. B4. Gefängnis. Paulus für B. B, Paulus. Ja, öffnen wir. Saulus, Paulus, lassen wir gelten. Okay. Dann mach Willst du gleich lösen, das zentrale Wort? E, Abendmahl. E, Abendmahl. Falsch. Okay. Dann mache ich mit C1 weiter. C1. Drohen. Ich würde gerne E lösen, Hoher Rat. E lösen, Hoher Rat. Hoher Rat. Korrekt. Richtig. Oder auch Sanhedrin. Jawohl. Bravo. Dann schauen wir jetzt noch, was übrig geblieben ist. Das lösen wir noch auf. Schauen, was sich dahinter noch verbirgt. Jesus, ja, der stand mal vor dem Hohen Rat, bekanntlich. Johannes auch mit Petrus in der Apostelgeschichte. Und D, Dora, Kaiphas. Wer kommt? Kaiphas? Das war der Hohe Priester. Hohe Priester, genau. Korrekt. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende des Assoziationsspiels. Wir schauen, was das für unseren Punktestand bedeutet. Johannes liegt bei 180 Punkten und Jenny hat auch 180 Punkte. Das heißt, ex aequo, Gleichstand. Das heißt, der Abend bleibt spannend. Da freue ich mich jetzt drauf, wie sich das heute noch entwickelt. Ja, ein Spiel haben wir nämlich noch. Wir kommen jetzt nämlich zur vierten und letzten Spiel heute. Nochmal durchschnaufen, jetzt gebt nochmal alles, volle Konzentration, los geht's.
der letzten Runde stelle ich meinen beiden Kandidaten 12 Fragen. Sie haben eine halbe Minute Zeit, Ihre Antwort einzuloggen. Und während dieser Zeit sehen Sie nicht, was der andere einloggt. Die richtige Antwort bringt 30 Punkte. Und bei einer falschen Antwort verliert er zum ersten Mal 10 Punkte. Und jetzt kommt was ganz Besonderes. Zwei Hilfen, zwei fantastische, die wir uns überlegt haben für euch. Und zwar der barmherzige Samariter und den kleinen Propheten. Das sind zwei Joker, die wir für euch vorbereitet haben. Und ich erkläre euch kurz, was diese können. Barmherziger Samariter. Wählt einer von euch den barmherzigen Samariter, dann wird euch die Antwort des Gegners angezeigt. Wählt ihr den kleinen Propheten, entfernt dieser für euch zwei falsche Antworten. Jeder Joker darf nur einmal verwendet werden und nur ein Joker pro Frage. Bereit? Ja. Dann würde ich sagen, los geht's mit der ersten Frage. Wie viele Bücher gehören zum Alten Testament ohne sogenannte Apokryphen? Ist das A 40 Bücher, B 24 Bücher, C 16 Bücher oder D 39 Bücher? 30 Sekunden Zeit. Und es ist was eingeloggt worden von euch beiden. Jenny, du meinst, es ist 39 Bücher. Johannes, du sagst, es sind 40 Bücher. Wie kommt ihr da drauf? Also wie kommst du drauf auf 40? Kurz durchgerechnet, ja. Mose, Josua, Richter, Ruth. Also und mal so abgerattert, einfach runtergerattert. Runtergerattert und meine auf 40 gekommen zu sein. Okay, und bei dir? Ich dachte, mich an eine ungerade Zahl zu erinnern aus dem Religionsunterricht. Und ja, 39 ist ungerade. Dann schauen wir mal, ob es stimmt oder wer recht hat. Tatsächlich korrekt ist Antwort D. D ist richtig, 39 Bücher. Jenny, Punkte für dich. Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zu Frage 2. Welche Frau gibt Gott einen neuen Namen, der so viel bedeutet wie du bist ein Gott, der mich sieht? A. Deborah, B. Hannah, C. Hagar oder D. Maria? Wieder Zeit zum Nachdenken und Einloggen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Deborah, Hannah, Hagar oder Maria? Wer ist es? 9, 8 Sekunden noch, Johannes. Du hast auch was eingeloggt. Und die Zeit stoppt damit. Und wir gucken, ihr habt beide C. Hagar eingeloggt. Johannes, wieso? Ja, das war jetzt mein Gefühl. Der Text kommt mir bekannt vor. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das hat Hagar gesprochen. Okay. Und da habe ich dann die Assoziation gehabt, dass es das sein könnte. Aha. Und was war deine, warum hast du es, Hagar, gedacht? Hagar flüchtet vor Sarah, weil Sarah sie momentan sehr niederdrückt. Sie ist schwanger von Abraham und sie flüchtet. Und während sie auf der Flucht ist, erscheint ihr ein Engel Gottes. Und anschließend sagt Hagar... Du kannst die ganze Geschichte. Und eingeloggt hast du es. Wir schauen, ob es richtig ist. Ja, es ist korrekt. Richtig. Punkte für euch beide. Super. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie hieß der oberste Knecht von Abraham? A. Gehasi, B. Eliezer, C. Bera oder D. Amraphel? Ich nehme mal einen Joker. Mhm, den kleinen Propheten. Damit hast du zwei falsche Antworten ausgeblendet. Richtig. Und jetzt müsstest du dich entscheiden. Du hast dich entschieden. Jenny hat es schon was eingeloggt, deswegen konnte ich es auch einfach so sagen. Dann habt ihr beide euch für B entschieden, Eliezer. Und das ist korrekt. Eliezer. Ja, es handelt sich um Eliezer von Damaskus. 1. Mose 15 wird er erwähnt. Kommt dann auch vor. Wisst ihr noch was über Eliezer?
Eliezer wäre, also er kommt zweimal tatsächlich vor, nicht nur in 1. Mose 15. In 1. Mose 15 ist, wo Abraham wieder mit Gott spricht und Gott ihm sagt, du wirst einen Nachfolger, also du wirst einen Sohn bekommen. Und Abraham sagt, ja, also ich bin schon alt, ich habe keine Kinder und Eliezer wird mein Nachfolger sein. Und ein zweites Mal ist, als Isaac schon fast 40 Jahre alt ist, wo Abraham Eliezer losschickt, um für Isaac eine Frau zu holen. Ich merke, da kennt jemand seine Bibel. Johannes, hättest du es auch so gut wiedergeben können? So in dem Sinne, ja. So in dem Sinne hättest du es auch geschafft, alles klar. Gut, dann kommen wir zu eurer nächsten Frage, Frage 4. Wem hat Paulus den Römerbrief diktiert? A. Timotheus, B. Lukas, C. Tertius oder D. Lucius? Habt ihr ein bisschen Zeit zum Nachdenken? Ist es Timotheus, Tertius, Lukas, Lucius? Wem hat Paulus das diktiert? Es sind zwei Antworten eingeloggt. Damit können wir auch schon gleich lösen. Oder bevor wir lösen, kurz eure Begründung. Jenny C. Tertius, warum? An Timotheus hat Paulus selber einen Brief geschrieben. Lukas hat selber ein Evangelium geschrieben und dann blieb für mich nur noch Tertius und Lucius. Und ich habe den Eindruck, dass es vielleicht Tertius sein könnte. Also, aha, okay. Keine Ahnung. Johannes A. Timotheus lag dem Paulus besonders am Herzen, auch wenn er ihm einen Brief geschrieben hat. Und ich meine mich an einer Stelle erinnern zu können, dass irgendwo geschrieben ist, dass der Timotheus den Römerbrief vom Paulus bekommen hat. Okay, wir lösen auf und schauen, was stimmt. Und C, Tertius ist richtig, Jenny, Punkte für dich. Ja, es stimmt, in Römer 16, Vers 22 wird Tertius erwähnt. Ich, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe. Lucius war, glaube ich, ein römischer Geschichtsschreiber oder so. Kann sein. Wenn mich alles täuscht. Gut, nächste Frage. Wer war Mordechai? A, Cousin der Hadassa, B, Bruder der Königin Esther, C, Sohn von Zedekia, oder D, Schreiber von König Asa? Ihr habt beide eingeloggt. Jenny, A, sagst du, Cousin der Hadassa? Meine Lieblingsgeschichte, Esther, ne? Richtig, Esther ist ja deine Lieblingsgeschichte. Das heißt, du bist dir ziemlich sicher, dass das stimmt. Ich bin mir absolut sicher, ja. Ja? Und du ja, ich meine, Mordechai, das war der Bruder von der Esther, der doch da an aufgeknüpft werden sollte. Und dann der persische Mann, ich habe jetzt den Namen vergessen, dann an diesem Galgen aufgehängt worden ist. Deshalb habe ich... Das war dein Gedankengang. Wir schauen, was richtig ist. Wir lösen auf. Und ja, es ist in der Tat, Cousin der Hadassa. Natürlich, das wusstest du natürlich sofort. Ja, er war der Cousin und Adoptivvater von Hadassa, beziehungsweise der Königin Esther. Wir kommen zur nächsten Frage. Wie viele Jahre wollte Jakob arbeiten, um Rahel zur Frau nehmen zu dürfen? A, 2 Jahre, 4 Jahre, 7 Jahre oder 10 Jahre? Das ging schnell. Johannes und auch Jenny haben beide etwas ausgewählt. Und zwar beide C ausgewählt. Wir lösen. Und es ist richtig. 7 Jahre. Könnt ihr das noch ein bisschen ausführen? Ja, das war doch der, wo er hingegangen ist, dass er da 7 Jahre arbeiten sollte, um Rahel zu bekommen, und hat dann die Lea untergeschoben bekommen. Onkel war er. Und dann musste er noch mal 7 Jahre arbeiten, um dann seine Lieblingsfrau zu bekommen. Ja, genau. Also 7 Jahre, um Rahel zu dienen. 1. Mose 29. Und nämlich dem Vater Laban, also Rahels Vater Laban, war ja Jakobs Onkel und der Bruder seiner Mutter. So, jetzt kennen wir die ganzen Verwandtschaftsgehältnisse oder blicken gar nicht mehr durch. Auf jeden Fall, so ist das. Ja, gut gelöst. Nächste Frage. Zwischen welchen beiden Bibelbüchern findet man in deutschen Bibeln die Psalmen? A. 2. Chronik und Sprüche, Hiob und Sprüche, Esther und Sprüche, Esther und Hiob. Boah, beide sofort etwas eingeloggt, nämlich B. Hiob und Sprüche. Bitte,
Woher, wieso so sicher? In Religionsunterricht mit Gerhard Erbes haben wir zum Spaß Bibeln aufgeschlagen. Aha. Das war immer so das Erste, was wir im Unterricht gemacht haben. Ach, Religionsunterricht, habt ihr da euch da gefightet und gebettelt und für heute vorbereitet? Ja, vor was weiß ich wie vielen Jahren. Ja. Genau. Okay, und bei dir war es auch? Nee, ich habe die Bücher bin ich durchgegangen und wusste. Oh ja, okay. So muss es sein. Ja, also B, Hiob und Sprüche ist auch korrekt. Wir lösen auf. Ja, stimmt. Punkte für euch. Super. Dann gehen wir doch gleich weiter. Frage Nummer 8. Wie viele Seligpreisungen spricht Jesus in der Bergpredigt aus? 7, 5, 10 oder 9? Und es ist eingeloggt worden von euch beiden. Johannes, du sagst D9. Jenny meint C10. Wieso? Ich habe mal eine Predigt gehört von... Ach, ist wurscht. Auf jeden Fall hat er... er hat in der Predigt die 10 Gebote mit den 10, also mit den Seligpreisungen verglichen. Und ansonsten hätte ich keinen Plan. Also das wäre jetzt so mein Hinweis. Okay, ich habe keine Ahnung, ob es richtig ist. Aha, also es war so eher eine Vermutung. Ja, genau. Hättest du auch einen Joker noch holen können, ne? Wäre den spare ich mir für später auf. Das sparst du noch für später aus. Ja, ich muss sagen, also 7, 5 habe ich auf jeden Fall ausgeschlossen und ich habe dann geraten. Hast einfach geraten. Also beide geraten und wir lösen auf. Korrekt ist D. Antwort D ist korrekt. Also Johannes, Glück gehabt. Es sind tatsächlich 9 Seligpreisungen, die Jesus am Anfang der Bergpredigt ausspricht. Matthäus Kapitel 5. Ja, so. Das hätte ich gewusst. Nice zum Nachlesen zu Hause. Dann nächste Frage. Wie hieß der erste ägyptische Arbeitgeber von Josef? A. Potiphar, B. Goschen, C. Amran oder D. Zaphnat? Sofort eingeloggt worden. Wahnsinnig. Seid ihr euch so sicher oder habt ihr einfach mal, ich rate gleich mal los. Ihr seid euch sehr sicher? Ich bin mir absolut sicher. Ihr denkt, es ist A, absolut sicher? Ganz sicher. Wir lösen auf. Antwort A. Und ja, das ist korrekt. Richtig. Super. Potiphar. Es handelt sich um Potiphar. 1. Mose, Kapitel 39 ist die Geschichte. Und dort ist er bei Potiphar im Haus zu Gange und arbeitet sehr vorbildlich. In seinem Haushalt, richtig? Wird auch über vieles gestellt, hat dann gleich Verantwortung. Sehr, sehr schöne Geschichte. Es gibt aber eine Wendung, ne? Genau. Aber wir kommen jetzt erstmal schon zur nächsten Frage. Wer gehört nicht zu den 12 Stämmen Israels? A. Ruben, B. Jakob, C. Issachar oder D. Asser? Oh, ihr seid ja drauf. Sofort eingeloggt. Johannes sagt B. Jakob und Jenny meint auch B. Jakob gehört nicht zu den 12 Stämmen Israels. Ist das richtig? Garantiert. Garantiert, sagt Jakob er. Jakob war der Stammvater der 12 Stämme. Wir lösen auf, wir schauen. B ist richtig. Ja, Jakob gehört nicht dazu. Er ist der Vater der 12 Stämme. Jakob bekommt im Laufe seines Lebens den Namen Israel, aber das hat euch ja nicht irre geführt. Gut, dann nächste Frage. Vorletzte Frage. Welcher neutestamentliche Name geht auf den Namen von Moses Nachfolger Josua zurück? A. Jason, B. Joses, C. Jesus oder D. Johannes? Wer ist es? Jason, Joses, Jesus oder Johannes? Johannes will den barmherzigen Samariter und damit darf er von dir erfahren, welche Antwort du ausgewählt hast? Ich wähle die Antwort C, Jesus. Okay. Möchtest du eine Erklärung? Es vielleicht ein bisschen begründen? Ihr könnt es auch noch mal ein bisschen der hebräische Name von Jesus ist Jeshua, was auf Josua zurückläuft. Ah ja, okay. Und Mose sagt auch, dass einer kommen wird wie er. Aber das war nicht Josua, sondern eben Jesus. Also gut, dann nehme ich den auch. Dann vertraue ich dir. Auch? Da vertraue ich. Vertraust dir? Ja, vertraue ich ihr. Die Barmherzigkeit von Jenny ist nicht enden wollend. Super, dann schauen wir, was es wirklich ist. Und wir lösen auf. Antwort C. Ja, ist richtig. Jesus, natürlich. Ja, wenn man den hebräischen Namen Josua, wie du schon gesagt hast, Jehoshua, ins Koine-Griechisch übersetzt, heißt er Jesus.
Die Bedeutung dieses Namens ist, Gott rettet. Gott rettet heißt es. Genau. Damit sind wir bei der letzten Frage der vierten Spielrunde. Wie hieß der Silberschmied, mit dem Paulus in Ephesus großen Ärger bekam? A. Demetrius, B. Apollos, C. Gaius oder D. Diotrephes? Die letzte Frage scheint euch auch nicht zu imponieren. Sofort eingeloggt, Johannes A., Jenny A., also ihr sagt Demetrius. Willst du, Johannes, erklär doch mal. Ja, also das ist in irgendeinem Brief deutlich. Nein, das weiß man nicht unbedingt, aber da kann man sich sehr gut erinnern, der eben die Kräfte von Gott haben wollte, Mensch, könnte und so weiter und so fort. Und das war dieser Demetrius, der eben da sein eigenes Geschäft irgendwo gesehen hat. Okay, okay. Wir lösen auf, wir schauen rein. Und ja, A. Demetrius. Handelt sich um Demetrius. Er war verärgert, weil Paulus predigte, dass die handgemachten Götterstatuen keine Götter seien. Das war geschäftsschädigend für ihn. Und dann gab es da Ärger. Und damit sind wir am Ende der vierten Runde. Wir schauen, was das für den Punktestand bedeutet. Den Endstand heute. Jenny hat 500 Punkte und Johannes 420 Punkte. Ja, damit Gratulation euch beiden. Damit seid ihr auf Platz 1 und Platz 2 unserer Gesamtwertung in dieser Staffel in der ersten Ausgabe vom Bibelquiz. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ob wir Jenny oder Johannes oder gar beide in der Finalshow wiedersehen, entscheidet sich in den nächsten Wochen. Denn nur jene beiden Kandidaten mit den meisten Punkten kommen ins Finale und spielen um die Reise nach Jerusalem. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit zwei neuen Kandidaten. Samstag, 20.15 Uhr. Und bis dahin empfehle ich Ihnen dieses Buch, die Bibel.